Wir hatten an dem besagten Tag einen Notarzteinsatz in der Gegenrichtung von Neuburg bei einem Verkehrsunfall. Kindernotarzteinsatz auch, Kinderreanimation, erfolgreiche Kinderreanimation, waren gerade im Krankenhaus gestanden, um die Fahrzeuge wieder klar zu machen. Da kam der zweite Notarzteinsatz hier in die Gemeinde und ich bin von dort aus dann diese 10 Kilometer losgefahren, war etwa 8 Minuten unterwegs, mit der Durchschnittsgeschwindigkeit von 85 ungefähr. Das ist fast alles Landstraße, also eigentlich nicht zu schnell. Und habe auf dieser Fahrt ganz normal, wie sonst auch, mehrere Verkehrsteilnehmer überholen müssen. Es haben welche ausweichen müssen, aber es gab für mich nicht erkennbar irgendein besonderes Problem. Und wir haben dann hier vor Ort das Mädchen, die Magdalena, vorgefunden, die einen Sekundenkleber in den Mund bekommen hat, hat sich die Lippen und die Zehen zusammengeklebt und hat natürlich durch die Panik, die da entsteht, auch ein bisschen Atemnot bekommen. Die Mama hat dann in ihrer Not den Notarzt gerufen und wir konnten aber dann nachher entsprechend untersuchen vor Ort und der Lösen dieser Verklebung auch wieder Entwarnung geben. Nur man musste ja von einer Atemwegsverlegung ausgehen und bei Kindern ist es halt so, dass die Atemwegsverlegung binnen einiger Minuten auch zum Kreislaufstillstand führen kann und deshalb war da höchste Eisenbahn geboten. Also der Auslöser war Sekundenkleber und Magdalena hat den erwischt und eben in den Mund genommen und drauf rumgekaut und hat somit den Inhalt in ihrem Mundraum verteilt und dann die Zähne haben sich verklebt, an der Lippe war überall was, der Gaumen und an der Zunge. Ja, ich bin sehr dankbar, dass er die Magdalena dann in dem Fall nochmal untersucht hat, dass alles so glimpflich vorübergegangen ist. Also da wünsche ihm alles Gute und dass natürlich dieser ganze Prozess jetzt für ihn positiv rausgeht.